Das war so nicht geplant. Nichts leichter als das. Dass der einfach mal so dünner hier one-hittet. Ich bin so müde. Also nochmal das Ganze. Das kennen wir schon. Jetzt könnten wir mal was anderes fragen. Es gibt noch viel zu tun. Erzählt mir von den Minen. Warum verschwinden die Bergleute? Dämonen, ich sage euch, diese kleinen Teufel sind überall. Aus den Wänden kommen sie. Sie werden uns alle töten. Okay. In Zukunft besser auf Dünner hier aufpassen. Das habe ich nämlich jetzt nicht so erwartet. Ich glaube, ich huste Blut. Ihr habt etwas gesehen. Okay, den kannten wir auch schon. Das war der, der mit Geistern redet. Hier sind die beiden Wachposten. Kommst du hier nirgends durch? Das ist ja aber kläglich. Doch, da kommst du durch. Okay, sie sagen jedes Mal was anderes. Hm? Okay, sie haben auch Leichen von Bergleuten gesehen. Jetzt wissen wir schon mal wieder ein bisschen mehr. Hier ist wieder eine Sackgasse. Es gibt noch viel zu tun. Lasst uns in Ruhe. Es gibt noch viel zu tun. Ja, der redet über den Drachen und über das über den Personalmangel. So. Gut. Hier unten war einer der Kobolde. Das dürfte sich ja nicht geändert haben, genau. Gegen mich kann der eigentlich gar nichts. So. Immerhin Pfeile. Genau. Was? Nichts leichter als das. Und dann geht's hier weiter. Ich glaube, ich huste Blut. Sicher bringe ich seinen Dolch zurück. Den müsste jetzt Minsk haben. Gib den mal an Talisa. Ja, gut. Okay, und dann gehen wir hier weiter. Du bist Janko. Hier lang. Immerhin guck kurz nach Süden, hatten wir gesagt. Dünar hier lässt sich jetzt gleich nicht wieder töten. Aber ja, das müsste der Weg tiefer in die Mine sein. Genau, das ist der Weg nach unten. Und unten wird es dann schon etwas gefährlicher. Was wollt ihr? Was? Gut. So. Ihr geht vor. Euer Leben liegt in meiner Hand. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. So, toter Kobold. Wie ihr wünscht. Da lang dürfte nichts mehr sein. Genau, das ist die Sackgasse. Du sammelst Gold und Pfeile ein. Ist nichts leichter als das. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Wie sieht's mit den Erfahrungspunkten bei ihnen aus? Sie braucht noch eine ganze Weile. Du brauchst sowieso eine ganze Weile. Ah, die beiden stehen wohl als nächstes an. Oder Immoin. Immoin braucht noch 700. Du brauchst auch noch 700. Ne, du stehst als nächster an. Du brauchst nur noch 300 und ein paar zerquetschte. Ja. So, ich mache jetzt aber vorsichtshalber einen Quick Save. Nicht, dass mit Dina hier nochmal dasselbe passiert wie gerade eben. Was eigentlich nicht passieren sollte normalerweise. Aber Dina hier hat ja eine Rüstungsklasse von 10. Mit so wenig Geschicklichkeit. Wer hat gerade die Armschienen? Das ist so eine Rüstungsklasse von 4. Damit könnten wir deine auf 6 bringen. Ah, bringt auch nicht so viel.
Dina, hier sollte eigentlich nicht in den Nahkampf kommen. Beinahe unter meiner Würde. In die Schusslinie, meinte ich. Ich werde euer Treiben in meiner Garde beobachten. Die warten nur auf einen Feind, den sie sehen können. Sie haben dieses verdammte Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ding da unten satt. Okay. Der tut gerade so, als ob er ein hohes Tier wäre. Hey, Leslie. Ich bin so müde. Viele, viele Wände überall. Kein Platz zum Atmen, kein Platz zum Atmen. Sie sagten wohl, sie bezahlen ausgezeichnet. Von kleinen Löchern haben sie wohl nicht gesprochen. Nein, die Räume sind zu klein. Jawohl, die Räume sind zu klein. Der hat Raumangst. Der hat Klaustrophobie wohl. Hm? Wie geht es? Geht es euch gut? Was? Seht ihr die Wände nicht? Wände überall. Kein Platz zum Atmen, kein Platz zum Atmen. Sie sagten wohl, sie bezahlen ausgezeichnet. Von kleinen Löchern haben sie wohl nicht gesprochen. Nein, die Räume sind zu klein. Jawohl, die Räume sind zu klein. Okay. Und noch ein Bergarbeiter. Cowboy. Ich glaube, ich huste Blut. Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe gehört, in letzter Zeit hat es mit der Mine Probleme gegeben. Ich möchte versuchen, euch zu helfen. Ich weiß nicht, was ihr daran machen könnt. Sicher hat es Probleme gegeben. Das Eisen, das wir hier rausholen, zerbröckelt fast sofort, sobald es gegossen wird. Wisst ihr, wodurch das Erz schwächer geworden ist? Wenn ich das wüsste, hätten wir es schon in Ordnung gebracht. Okay. Mehr hat der uns auch nicht zu sagen. Und dann haben wir unseren Rundgang auf dieser Ebene ja fast schon beendet. Nein, Dina, hier. Schön hinten bleiben. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr, wo... Noch ein Bergarbeiter. Ich bin so müde. Du bist ein Normaler. Belästigt mich nicht. Ja, das kennen wir schon. Und du? Geh zur Seite, Bürger! Kürzlich habe ich einen Kobold gerochen. Das kennen wir auch schon. Okay. Dann haben wir noch diesen Arm hier und dann war es das wohl. Ja. Genau. Dann können wir nur noch in die Mitte gehen und die Gänge hier anschauen. Der führt ja geradewegs nach Süden, nur der scheint in eine Sackgasse zu führen. Also schauen wir uns den zuerst an. Sofern uns der Bergarbeiter aus dem Weg geht und Dina hier nicht wieder vorrennt. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Was? Beinahe unter meiner Würde. Okay, hier ist noch ein Bergarbeiter. So dunkel hier unten. Der hat Probleme mit der Dunkelheit. Was? Oh, hier ist noch so ein Narr, der uns retten will. Macht schon versucht, die Mine von einem Bösen zu befreien und lasst euch töten wie die letzten paar. Wir sind also nicht die ersten Abenteurer hier. Die letzten paar was? Abenteurer, ihr Idiot. Ihr glaubt wohl, ihr seid der Erste, der uns alle zu retten versucht. Wohl kaum. Und ich wette, ihr werdet auch nicht der Letzte sein. Andere Abenteurer haben anscheinend versucht, die Mine vom Spuk zu befreien, mit wenig Erfolg. Ich soll Kylie, einen Bergarbeiter aus den unteren Ebenen der Mine von Naschklein, Dolch zurückgeben. Ist ja alles halb so wild. Hier ist schon mal nichts drin. In dem Fass, okay. Das heißt, die oberste Ebene ist schon mal abgehackt. Der Mineneingang und alles hier. Das sieht richtig schön wie eine Mine aus mit den Werkzeugen hier, dem Minenkarren am Anfang. Wobei die hier nicht so aussehen, als ob sie auf die Gleise gehören, sondern eher die metallischen hier. Wobei ich mal annehme, dass man die hölzernen wahrscheinlich auch irgendwo auf den Schienen gebrauchen kann. Oder nee, die hölzernen werden wahrscheinlich benutzt, um das Metall zu den eisernen auf den Schienen zu bringen. Das muss auch eine Scheißarbeit sein. Wir packen das Erz hier rein, schieben es zu den Gleisen,
laden es dann um auf so ein metallisches, schieben den metallischen zum Mineneingang und entladen ihn dann wieder in so ein hölzernes. Da wäre es fast schon einfacher, gleich das hölzerne zum Mineneingang zu schieben. Aber ich denke mal, auf den Gleisen ist es leichter zu schieben. So, kurzer Quicksave. Falls das Spiel wieder abstürzt, werde ich jetzt die Minenebene wechseln. Nein, hat es nicht. Gut. Nichts leichter als das. Hilfe. Sie kommen, diese Teufel sind überall. Hilfe, rettet mich. Dämonen? Fürchtet euch nicht, wir werden verhindern, dass euch etwas zustößt. Aber ich, da sind sie. Dialog beenden. Kobolde. Au. Das böse laut hinter jeder Ecke. Ich bin voll bewaffnet und kampfbereit. So viel dazu, dass wir den beschützen können. Die Kobolde haben uns einfach, haben ihn einfach über den Haufen geballert, bevor wir reagieren konnten. Wenigstens haben wir Pfeile für Imoen. Imoen hat ein paar Pfeile zu viel, würde ich sagen. Gut. Ja, müssen wir so schnell keine neuen kaufen. So, wir sind auf der Ebene angekommen, also mache ich nochmal einen Quicksave. Hi, Kobold. Ich bin nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Und noch einer. Komm, stirb. Ihr beide werdet es doch schaffen, den Kobold zu töten. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich hätte es nicht sagen sollen. Talisa ist sauer geworden und hat ihn einfach mal in Stücke gerissen. So, ein Edelstein. Gut. Okay. Ich muss auch ehrlich sagen, die Bergarbeiter sehen nicht gerade aus wie Bergarbeiter. Ich bin so müde. Das ist ein normaler Bergarbeiter. Das ist auch ein normaler. Die sind, die arbeiten hier in dem Stollen gegangen. Sucht ihr wirklich Abenteuer, Kampf und Schätze? Versucht so mal zur Abwechslung eure Geld auf ehrliche Weise zu verdienen. Meine Tochter ist schöner als jedes Juwel, das ihr von den Biestern da unten ergattern könnt. Eines Tages werdet ihr euch niederlassen, dann werdet ihr es wissen. Ja. Als ob wir freiwillig diese Abenteuer diese Abenteuerkiste hier machen. So ist es ja nicht. Naja, indirekt machen wir es freiwillig. Wir könnten uns auch einfach in eine Klinge stürzen. Aber nee, ist auch keine so gute Idee. Wir wollen ja rausfinden, wer Gorion getötet hat. Düna hier nicht. Düna hier aus. Erledigt. Ja, wie ihr wünscht. Ihr habt so gut ich kann. Ja, beinahe unter meiner Würde. Minsk, passt ein bisschen auf deine Hexe auf. Okay, hier ist ein größerer Raum. Und hier ist auch überall Wasser. Wir könnten da runter gehen. Da sieht es aus, als ob es wach war. Oh. Da oben sind tote Menschen. Das heißt, da lang geht es wahrscheinlich zu den Kobolden. Und noch tiefer in die Minen. Ja, das Gebiet hier ist auch wieder schön groß. Ah, Khalid geht Umwege. Dann triff dich mal weiter vorne mit dem Rest der Gruppe, Khalid. Genau. Wir gehen jetzt mal weiter nach da oben. Wenn hier Bergarbeiter sind, müssten hier eigentlich auch noch Wachen sein. Und die versuche ich jetzt mal zu finden. Die können mir vielleicht weiterhelfen. Jedenfalls könnten sie mir sagen, wo ich mich ausruhen kann. Ja, hier sieht das sieht aus wie so eine zentrale Station. Ja, das ist auch eine. Du bist ein Bergarbeiter und du siehst aus wie ein anderer Bergarbeiter. Mit einer anderen Hose.
Ihr habt meinen Dolch? Vielen Dank. Ich wurde schon nervös, unbewaffnet hier unten bei all dem, was hier los ist. Was wisst ihr über die Geschehnisse in der Mine? Kobolde, sie überrennen uns hier Stück für Stück. Früher haben wir sie hin und wieder gesehen, aber jetzt kann man auf den unteren Ebenen kaum ein paar Schritte gehen, ohne einzutreten. Also drauftreten sind sie zu groß, aber ihnen in den Hintern zu treten. Hier oben ist es wegen der Wächter nicht so schlimm. Trotzdem würde ich mich an eurer Stelle nicht im Dunkeln erwischen lassen.